Okay, das ist wohl das Hauptterminal. Mal sehen, was es uns verrät. Dieser ganze Abschnitt ist anscheinend ohne Energie. Stimmt, ich rufe einen Reparaturroboter. Folgen wir ihm und reparieren es selbst.
Also, finden wir raus, was mit dem Experiment los ist. Was zum... Da liegt, glaube ich, das Problem. Was? Jetzt wollen selbst die Computer Geld von uns? Diese Galaxie ist echt das Letzte. Dr. James T. Fullbrothers Kommentar zum Megacorp-Experiment Nummer 13. Diese Information ist vertraulich. Wenn Sie das sehen, sind Sie gefeuert. Zunächst hielten wir das Exemplar für völlig friedlich. Es ließ sich durch nichts provozieren. Doch der verstorbene Dr. Putridson stellte fest, dass ein natürlicher Monsterpropanase-Spiegel im Blut des Experiments außergewöhnliche Veränderungen hervorrief. Versuche, die Aggression des Exemplars zu zügeln, waren nur mäßig erfolgreich. Die Überlebenden empfahlen die umgehende Zerstörung des Experiments in der entlegenen Mülldeponie der Megacorp. Laut Benutzerdatei sind wir die Ersten, die die Aufzeichnung sehen. Also weiß Fizzwidget noch nichts davon. Wir müssen ihn warnen. Yellow. Mr. Fizzwidget, Sie sind okay. Sir, halten Sie sich fest. Wir haben ein Video gesehen, in dem Experiment seine Wärter frisst. Verstehen Sie? Es frisst seine Wärter. Ach ja, Fettarm, extra Schaum, ohne Schoko. Mr. Fizzwidget, verstehen Sie? Jeder, der sich dem Experiment nähert, muss äußerste Vorsicht walten lassen. Nein, entkupfert. Was? Ja, genau. Mit äußerster Klarsicht zu behandeln. Ach. Sir, Ihre Experten empfehlen die Zerstörung des Experiments. Wie erwarten Sie dann bei Ihrer Deep Space Mülldeponie? Ja, mein Faxgerät für billige Annäherungsversuche. Es ist gut gesichert, also nicht das Passwort vergessen. Das da wäre... Quarktastisch. Bis dann. Also,